Hallo. Einen Moment noch. So. Alles in Butter. Alles in Butter? Das Auto in Butter? Dass man das so sagt, soll aus einer Zeit kommen, als man noch Sahne in ein Butterfass füllte. Dann kam ein Stempel in das Fass. Und dann hieß es stampfen, stampfen, stampfen. In dieser Zeit war es auch so, dass Geschirr, Porzellan und Gläser wahnsinnig wertvoll waren. Aber damals wie heute sehr zerbrechlich. Oje. Was konnte man da machen, wenn es galt, so kostbare Sachen über weite Strecken zu transportieren? Da war guter Rat teuer. Mal gucken, ob aus der Sahne Butter geworden ist. Tatsächlich. Damals soll dann jemand auf die Idee gekommen sein, dass Butter das Problem lösen könnte. Zumindest könnte man das Geschirr so verpacken, sodass sich gedacht haben, dass es nicht aneinander stößt. Und nicht wild in der Kiste herumfliegt. Aber ob das auch reicht, um so kostbares Glas zu schützen? Butter als Puffer. Aber dann soll er eine Idee gehabt haben, wie es noch perfekter gehen könnte. Geschmolzene Butter. Damit wird jedes Eckchen ausgefüllt. Ganz schön viel braucht man da. Jetzt musst du die Butter nur noch abkühlen. Und dann wurde sie wieder fest. Das war natürlich auch ganz schön schwer. Puh, nicht ohne diese Last. Na gut, so konnte man sich auf den Weg machen. Musste keine Angst haben vor unwegsamem Gelände und weiten Strecken. Am besten war es natürlich, solche Reisen in der kalten Jahreszeit zu machen. Da schmolzt die Butter nicht. Und bei Sonne ist die Kälte ja auch nicht so schlimm. Aber auf die Dauer, es ist mit so einer schweren Last doch ganz schön anstrengend. Und wenn es bergauf geht, puh, hoppla, eieiei. Ob das gut gegangen ist? Mal nachschauen. Tatsächlich. Alles heil geblieben. Funktioniert wirklich. Aber man braucht auch wirklich viel, viel Butter, wenn es heißen soll. Alles in Butter. Ja, alles in Ordnung. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich? Ja, das versteht Christoph.